Hallo zusammen, in meinem heutigen Video geht es mal nicht um DIY, sondern um den Austausch eines Lenkstockschalters bei einem Dacia Docker, weil ich gar nicht so interessante Videos davon gefunden habe und mein Sohn mir das genau erklärt hat, wie das funktioniert, zeige ich euch mal, wie dieser Wechsel geht. Und bei mir machte sich diese Fehlfunktion bemerkbar, indem ich, wenn ich einfach bei Licht fuhr und nach links blinkte, dann ging das Licht aus, was natürlich nicht so toll ist im Dunkeln oder auf der Autobahn. Und wenn man vorne nochmal ein bisschen drehte, dann kam das Licht wieder. Und auch beim Wechsel vom Fernlicht zum Abblendlicht fuhr man dann stellenweise im Dunkeln, was eben nicht so doll ist. Aber scheinbar ist das Sorgenkind auf jeden Fall vom Dacia Docker, wenn der ein bisschen älter ist. Und der Wechsel ist jedoch relativ einfach und das Einzige, was ihr braucht, das sind die Bits für Torx-Schrauben. Hier habt ihr einmal, braucht ihr den T18 und einmal den T20. Und die Torx-Bits, das sind die mit diesem Sternchen. Ja, und dann braucht man erstmal nur diese zwei Schrauben rauszudrehen von der unteren Verblendung, die unter dem Lenkrad ist. Und dann muss man eigentlich an der Verblendung nur auf der linken und auf der rechten Seite das untere Teil so ein bisschen eindrücken, damit die kleinen Verankerungen da sich lösen. Das obere Teil kann man abmachen, die untere Blende wird einfach ein bisschen runtergeschoben und da ist auch schon der Lenkstockschalter und ihr seht, der ist nur mit zwei Schrauben festgemacht und hier braucht ihr den T18 Aufsatz. Und wenn man alleine das Ganze macht, dann sollte man auf jeden Fall die Lenkradsperre reinmachen, dann kommt man da ein bisschen besser dran. Ich hatte natürlich Unterstützung von meinem Sohn, der auch gefilmt hatte. Der hat das Lenkrad dann so ein bisschen runtergedrückt. Aber definitiv, wenn man die Lenkradsperre reinmacht, geht das Ganze natürlich viel besser. Und da löst ihr jetzt einfach nur diese zwei Schrauben und dann kommt der Lenkstockschalter schon einen entgegen. Und der ist dann an so einen Steckaufsatz befestigt und den muss man dann lösen. Und das ist ja eigentlich die einzige Stelle, die wirklich ein bisschen schwierig war, weil ihr müsst da diesen Nippel reindrücken, gleichzeitig das Ganze nach oben ziehen, damit sich das löst. Und da muss man schon ein bisschen hin und her wackeln und auch ein bisschen fummeln, damit das auch wirklich sich da löst. Aber nach einigen Hin und Her habe ich es dann endlich geschafft. Ja, und dann liegt dieser Steckschlüssel frei und man hat den Lenkstockschalter in der Hand. Und bevor ihr natürlich mit dem Ausbau anfangt, habt ihr euch am besten einen gleichwertigen Lenkstockschalter bestellt. Und wenn das nicht so ist, dann wäre jetzt der Moment, den alten von allen Seiten zu fotografieren und dann genau zu vergleichen, dass ihr wirklich dieses Modell habt, weil da gibt es ganz unterschiedliche. Und da kann man diese Steckverbindung wieder reinstecken und dann kommt der ganze Schalter wieder an die Position, wo er vorher war. Hier muss man nur schauen, dass hinten am Kabel nichts geklemmt ist, ansonsten passt das wirklich wieder gut rein. Und um jetzt die zwei Schrauben wieder da reinzumachen, am besten dann halt eben die Lenkradsperre einrasten lassen. Dann kommt man da auch wieder gut ran. Und dann, das sind die kleineren Schrauben, die werden da jetzt wieder reingedreht. Und um noch etwas zu diesem Lenkstockschalter zu sagen, kauft da nicht die billigste Version, weil da gibt es welche, die kosten zum Beispiel noch keine 20 Euro. Aber die werden euch nicht lange Freude bereiten, dann könnt ihr diesen ganzen Wechsel, so leicht der auch funktioniert, nochmal neu machen. Und auf meinen Originalschalter, da steht Valeo drauf von Renault. Und am besten ihr guckt auf Internetseiten, die eben Autozubehör anbieten. Da kann man je nachdem das Modell von seinem Auto eingeben und auch das Alter. Und dann werden die passenden Zubehörteile da einen vorgeschlagen. Und je nachdem hat man dann da Bilder und kann dann wirklich mit seinem Schalter vergleichen, ob das wirklich genau derselbe ist. Und meinen Schalter hatte 84 Euro gekostet, nur so zur Information. Ja, und jetzt wird das Ganze dann wieder zurückgebaut. Hier kommt jetzt diese obere Abdeckung wieder drauf und natürlich muss man dann vorher die Lenkradsicherung wieder lösen, damit man da oben dran kommt.
Und wenn man das gemacht hat, dann legt man diese obere Abdeckung wieder da drauf. Und dann muss man nur noch gucken auf der linken und auf der rechten Seite, dass das so schön ineinander rastet. Muss man ein bisschen drücken und dann klickt das einmal links, einmal rechts. Und dann ist die Abtrennung auch schon wieder fest. Und wenn man fertig ist, dann kommen hier wieder die zwei größeren Schrauben rein. Mit dem T20 werden die wieder festgedreht. Ja, und der ganze Wechsel, der hat nicht länger als 20 Minuten gedauert. Und so sieht man eben auch, dass man verschiedene Sachen, je nachdem, die eben nicht so kompliziert sind, auch gerne mal selber machen kann. Man muss mich immer für jeden Kram in die Werkstatt fahren. Ja, und jetzt probieren wir natürlich noch, ob das auch wirklich funktioniert. Also Licht geht schon mal an, Scheibenwischer auch. Und wenn ich dann das Auto anmachen würde, dann würden, denke ich, auch die Blinker funktionieren. Also einmal Auto an und da ist der Blinker auf der einen Seite da und das Licht ist noch immer da und der Blinker ist auch auf der anderen Seite da. Das ist super. Und so hoffe ich, dass ich euch gut zeigen konnte, wie man halt diesen Lenkstockschalter wechselt bei einem Dacia Docker. Und nächste Woche kommt natürlich wieder ein DIY-Video, aber ich hoffe, ich konnte allen helfen, die da vielleicht selber Probleme haben. Ansonsten lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter, bleibt kreativ und bis zum nächsten Mal. Tschüss.